Ja, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Es geht heute darum, dass wir eine Spielfigur bewegen lernen. Und zwar nicht nur bewegen, sondern wir wollen es auch zum Springen bringen. Zum Beispiel diese Katze hier. Ich habe die Katze schon entsprechend eingefügt und diese Katze hat bereits zwei Kostüme. Das ist ideal. Ihr solltet euch also eine Spielfigur wählen bei Scratch, die bereits Figuren besitzt, mehrere Kostüme besitzt. Der Papagei hat zum Beispiel mehrere Figuren oder auch der Zauberer. Das müsst ihr einfach entsprechend schauen. Ich habe hier, wie gesagt, die Katze. Sinnvollerweise benennen wir die auch entsprechend um. Nach rechts 1 und rechts 2. Wir möchten nämlich eine möglichst flüssige Bewegung erzeugen. Und diese Figuren duplizieren wir jetzt. Ja, duplizieren und benennen sie um nach links 1. Und die lassen wir dann gespiegelt hier oben nach links schauen. Gleiches machen wir hier mit dem Beinchen, das nach oben geht. Bislang schaut die Spielfigur nach rechts. Wir duplizieren sie, nennen sie links 2, lassen sie nach links schauen. So, jetzt haben wir entsprechend die Katze so mit drin. Insgesamt 4 Spielfiguren. Ja, wir gehen ins Skript der Katze und programmieren hier ihre Ereignisse. Sagen, wenn die Flagge angeklickt wird, dann soll ja entsprechend was passieren. Und zwar eine wiederholende Fortlaufenschleife brauchen wir hier, weil ja ständig geprüft werden soll, ein gewisser Ablauf. Ja, die Katze soll nur nach links und nach rechts laufen, das heißt, wir haben es hier relativ einfach. Wir sagen nun, falls dann, fühlen, Taste wird gedrückt, und zwar die Taste nach rechts, Pfeil nach rechts Taste, dann bewegt sich die Katze auf der X-Achse. Wir erinnern uns dran, Koordinatensystem, Mathematik, ja, hier haben wir die X-Achse, da entsprechend die Y-Achse, das heißt, hier rüber nach rechts sind es die positiven X-Werte, hier rüber nach links die negativen X-Werte. So, das heißt, hier wir gehen auf Bewegung, ändere X um, machen wir mal einen Wert entsprechend, ändere X um 7 beispielsweise. Diese Zahl bedeutet nachher, je schneller ich es haben möchte, desto größer muss die Zahl sein. So, jetzt gehen wir hier auf Aussehen. Wechsel zu Kostüm. Wir schauen nach rechts, also müssen wir auch hier das Kostüm rechts nehmen. Ich fange mal an mit dem ersten Kostüm. Und wir nehmen das Kostüm rechts 2 da gleich auch mit rein. Ich sehe gerade, habe ich einen Fehler noch drin. Das müsste rechts 2 heißen, um der gleichen Systematik zu bleiben. Rechts 2. So, wir fügen das mal ein und gucken, was passiert ist. Man sieht gar nichts, dass da überhaupt was passiert. Sie bewegt sich nach rechts und gut ist gewesen. Sie wechselt nicht zu ihren Kostümen. Zu wechseln machen wir hier eine kleine Warteschleife rein. Und man sieht, jetzt passiert was. Das war einfach zu eng aufeinander, das heißt, man konnte keinen Unterschied zwischen 1 und 2 sehen. Das ist quasi so schnell gegangen, dass man diesen Unterschied nicht gesehen hat. Manchmal kann es auch sein, es zuckt extrem. Durch den Wartebefehl hier, wir machen hier mal 0,1 Sekunden, 0,1 müsst ihr da schreiben. Seht ihr jetzt, bewegt sich die Katze so. Ja, man hat hier eine Bewegung in Anführungszeichen. Ja, dieses Skript entsprechend duplizieren wir uns und sagen jetzt, wenn hier nach links gedrückt wird, dann ändere x jetzt hier um minus 7. Wir schauen in die andere Richtung. Logischerweise gehen wir nach links und nach links fügen das hier dazu. In die wiederholen Fortlaufenschleife und sehen, prima, wir haben unsere Katze in Bewegung versetzt. Ja, das war jetzt unser erster Schritt. Jetzt gehen wir in unser Bühnenbild rein und wir sollten unserem Bühnenbild ein bisschen Farbe geben, da werden wir uns sonst schwer tun. Wir machen folgendes, wir fügen unten einen Kasten ein, eine Wiese. Das brauchen wir später für eine Kontrollabfrage. Die Katze soll ja nicht irgendwie laufen, sondern eben entsprechend hier drauf laufen. Und wir möchten auch, dass die Katze aus von diesem Punkt aus immer hochspringt. So, wir gehen wieder zurück zur Katze, ins Skript rein der Katze, fügen eine Variable ein. Die Variable soll für alle Figuren gelten. Das brauchen wir auch deshalb, dass wir später flexibel genug sind, falls wir mal eine Änderung des Spiels machen, die Spieler erweitern, vielleicht weitere Spielfiguren hinzufügen. Das ist einfach sinnvoll, sie gleich für alle Figuren zu programmieren. Ja, ansonsten würde sie wirklich nur für diese Figur gelten, das könnte uns eventuell einschränken. Deswegen machen wir es hier entsprechend gleich auf. Ja, wir nennen die Variable Sprung. Auch hier ist sinnvoll, logischerweise sie so zu benennen, dass man auch später weiß, was man damit gemeint hat. Und
diese Variable Sprung haben wir jetzt hier drin. Ich habe sie hier oben auch mal angezeigt. Ich lasse sie mal bewusst hier drin. Ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Springen. Wir fangen an mit diesem Wenn-Flagge angeklickt. Dann soll Folgendes passieren. Erstmal müssen wir die Variable Sprung auf 0 setzen. Da soll ja entsprechend erstmal nichts passieren. So, und dann besteht dieser eigentliche Springen-Ablauf, dieser Sprungablauf aus drei Parts. Und die sind alle in einer wiederholend fortlaufenden Schleife eingebettet. Weil es soll ja ständig geprüft werden, diese Vorgänge. Wir haben da ja kein Ende dafür. Das heißt, es läuft ständig im Kreis. So, deswegen hier wiederholend fortlaufend, immer stetig. So, und jetzt haben wir hier Folgendes. Wir setzen jetzt zuerst mal diese Variable Sprung auf einen negativen Wert und sagen jetzt, ändere y um diesen Wert, um Sprung. So, gucken, was passiert und sehen, die Katze fällt nach unten ganz langsam. Ja, also nochmal, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, am Anfang ist die Variable 0. Dann haben wir gesagt, okay, die Variable ist jetzt nicht mehr 0, sondern sie soll minus 1 betragen und y soll jetzt genau diesen Wert Sprung annehmen. Und dann sinkt die Katze nach unten. Ist natürlich sehr doof. Die sinkt nach unten und nach unten und nach unten. Und ihr seht auch hier oben, der Wert ist jetzt hier minus 1 angegeben, die Variable. Ihr seht also, was passiert ist. Ja, das ist jetzt nicht so wunderbar. Deswegen haben wir auch unten unsere Wiese und sagen jetzt quasi im zweiten Programmpart, okay, nach unten sinken klappt ja schon mal, aber es wäre ja auch geschickt, sie würde erstmal da stoppen. Ja, sie soll genau an dieser Stelle stoppen, wenn die Farbe berührt wird. Deswegen gehen wir auf Falls dann. Falls, fühlen, wird Farbe berührt. Wird also diese Farbe hier berührt, was soll passieren? Der Sprung, der soll jetzt auf 1 gehen. Minus 1 bedeutet ja nach unten sinken, 1 wäre dann entsprechend stoppen des Vorgangs. Wir prüfen, was da passiert. So, es geht weiter. Das ist noch nicht wirklich optimal. So, und jetzt gehen wir hier entsprechend nochmal her und setzen auch hier ändere y um 1 noch hinzu. Die Figur hört jetzt entsprechend auf. Also ihr seht, wenn ich das rausnehme, dann passiert da gar nichts. Und jetzt muss man hier quasi sagen, ändere y um 1 oder man könnte auch hier sagen, ändere y um den Sprung, den ich jetzt hier quasi gesetzt habe. So, nochmal. Ja, das funktioniert eben hier nicht, weil ich habe das ja quasi auf 1 nur gesetzt und die Variable generell ist aber hier außerhalb der Schleife auf minus 1. Das heißt, ich muss hier auf 1 entsprechend gehen. Nochmal schön checken. Funktioniert. So, das heißt, die Figur sinkt nach unten. Gleichermaßen ist es natürlich auch so, dass ihr entsprechend jetzt gucken könnt, wie schnell sie sinkt. Diese Werte hier, das minus 1 und dieses 1, müssen logischerweise gleich groß sein. Ja, ich verändere das mal. Hier mal minus 5 draus. Dann sinkt sie schneller nach unten, das ist ja klar. Und jetzt müsste aber auch hier 5 stehen. Probieren das nochmal. Endesprung um 5 und dann muss auch hier 5 hin. Nochmal. So. Ihr seht, es geht nach unten um 5 und dann auch wieder entsprechend hier. Schaut also, wie schnell die Figur sinkt. Könnte man hier gezielt wählen. So, jetzt wollen wir aber unsere Figur noch springen lassen und kommen deshalb zum dritten Programmpart, dritter Programmteil. Und zwar brauchen wir jetzt hier wieder eine Falls-Dann-Abfrage. Und zwar führen wir jetzt eine doppelte Abfrage. Wir wollen zum einen sagen, zum einen, wenn die Farbe berührt ist und gleichzeitig auch, wenn die Taste, die Leertaste gedrückt wird. Dann soll die Figur springen. Ich möchte ja nicht, dass sie in der Luft springen kann, weil wenn ich in der Luft bin, kann ich nicht nochmal springen. Das bedeutet also, ich brauche eine doppelte Abfrage. Ich muss sagen, okay, wenn, falls
Nun folgendes passiert ist: Zum einen die Farbe berührt ist. Ja, so war es nicht gedacht. Falls die Farbe berührt ist. Und falls eben die Leertaste gedrückt ist. Also wenn beide Bedingungen erfüllt sind, dann soll der Sprung auf einen Wert gesetzt werden. Wir machen hier mal einen relativ hohen Wert. Und die Y-Achse, dieser Y-Wert soll jetzt um diesen Wertsprung verändert werden. So, wir bauen das mal hier entsprechend ein. Sehen, da geht noch relativ wenig. Wir verändern das hier mal wieder auf minus 1, weil wir das ja auch nicht brauchen. Seht, die Spielfigur fängt an zu zucken, weil ich hier im Ungleichgewicht bin bei diesen Werten. Ja. Und sie fängt schon an zu hüpfen. Kleines bisschen haben wir. Halt, wir haben hier nicht angeklickt in Syntax. Also probieren wir das mal aus. 20 zu nehmen. Gehen hier entsprechend wieder rein ins Programm. So, müssten halt vielleicht hier noch einen größeren Wert machen. Halt. Ich sehe gerade, ich schreibe hier mit drin. Und jetzt sinkt die Figur nach unten. Und wir können die Katze hochspringen lassen. Und hier auch bewegen. Das können wir natürlich alles noch ein bisschen schöner jetzt auch gestalten. Auch mit dem nach unten sinken. Und entsprechend die Geschwindigkeit des Sinkens könnte man noch verändern. Das müssen wir halt hier ein bisschen anpassen. Beispiel hier mit minus 5, 5 und 5. Müssen wir gucken, dann müssen wir schauen mal, wie sich das jetzt verändert. Man sieht hier, die Figur springt nach oben. Sie hüpft, aber gleichermaßen entsprechend ist es so, dass wir hier auch einen Wert haben. Ja, man sieht hier, ich schreibe immer wieder hier drüben drin, da müsst ihr unbedingt rausgehen. Und schon der Programmteil nicht aktiviert. Und ihr seht, so könnte man das Ganze dann umsetzen. Das heißt, bei jedem Tastendruck wäre dann die Spielfigur am nach oben gehen und wieder nach unten gehen. Ja, eine relativ einfache Methode, ihr habt es gesehen. Man kann da noch ein bisschen rumspielen, das Ganze noch ein bisschen verbessern. Entsprechend über die Variablen, die ich ja schon genannt habe, ist dann natürlich noch einiges möglich, das auch runder und schöner zu gestalten und das Ganze noch schön flüssig zu haben. Aber es ist eine Bewegung, es ist eine eindeutige Bewegung. Scratch spinnt auch manchmal ein bisschen rum, muss man ganz ehrlich sein. Das ist manchmal auch nicht ganz so flüssig vom Grundablauf her. Das ist jetzt natürlich sehr hoch, was ich hier für einen Wert habe. Machen wir mal hier 150. Schauen wir nochmal. Dann kann man hier, wie gesagt, schon ein bisschen auch rumspielen und gucken, ob man hier mit vielleicht auf andere Sinkwerte noch geht. Also beispielsweise hier minus 30 geht, hier entsprechend mit 30 macht und hier auch 30 macht. Und dann müssen wir mal gucken, was das jetzt bewirkt. So, dann könnten wir auch das hier so testen. Nochmal ausführen. Springt da irgendwie gerade gar nicht mehr. Kurz nochmal schauen, wir ändern es nochmal zurück. Ja, manchmal hat Scratch wirklich einen Hänger. Ist definitiv so. Jo. Sieht man, haben wir das wieder. Entsprechend. Es bewegt sich halt furchtbar langsam nach unten. Nochmal hier minus 10. 10. Und 10. Schauen wir nochmal, ob wir das jetzt hier besser hinbekommen haben.
Ja, das ist klar, dass die hier nach unten geht. Sie geht hier, wie gesagt, mit einem Wert von minus 1 was. Bislang am besten, was wir hier realisieren konnten. 1 und hier die 1. So. Gut. Ihr habt es gesehen. Relativ einfache Methode. Die Sinkgeschwindigkeit kann man hier entsprechend, wie gesagt, ja noch aussteuern. Spinnt, glaube ich, bei mir gerade ein bisschen rum, aber normalerweise kann man es über diese Parts steuern. Also nochmal zusammengefasst, das ist im Prinzip der Part, der steuert, ja, dass die Figur überhaupt zu Boden kommt. Das ist im Prinzip der zweite Teil, der abfragt, dass die Figur nicht durchsinkt auf den Boden, sondern eben entsprechend bei dieser grünen Fläche zum Stehen kommt. Dabei ist das Y um minus 1, sorgt dafür, dass sie nicht einsinkt. Ihr seht es ja, da geht sie hoch. So, sonst würde das, wie gesagt, dafür sorgen, dass sie komplett nach unten sinkt. Und das ist die eigentliche Abfrage, eine doppelte Abfrage, dass wenn quasi die Taste berührt wird und grün berührt wird, dann der Sprung entsprechend passiert, nämlich sprich, die Variable Sprung auf einen Wert gesetzt wird und Y sich dann um diesen Wert entsprechend verändert. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen entsprechend und viel Freude entsprechend beim Ausprobieren.